Hallo, mein Name ist Simone. Ich habe seit 2015 primär progrediente MS. Ich hatte bisher eine Fußheberorthese, die nicht mehr ausreichend ist, weil ich sehr schlecht laufe. Und seit kurzem habe ich eine Orthese, die mit der Versorgung bis unters Knie reicht. Und ich möchte euch diese Orthese heute vorstellen. Die Orthese hat ein Titangelenk, so dass es mir ermöglicht wird, möglichst auch abzurollen mit dem Fuß. Sie geht, wie gesagt, bis unters Knie, wird damit mit einem Klettverschluss geschlossen. Außerdem, dazu passend, habe ich ein paar Orthesenschuhe. Es kann passieren, dass die Krankenkasse die Schiene nicht gleich genehmigen wird, sondern durch den medizinischen Dienst prüfen lassen wird, ob auch keine Überversorgung stattfindet. Bei mir hat es jetzt im ersten Anlauf geklappt und ich will euch einmal zeigen, wie die Orthese am Fuß und am Bein sitzt. Bisher brauche ich noch Hilfe beim Anziehen, deswegen wird mir jetzt der Maurice helfen, die Orthese anzulegen. Passend zu der Schiene habe ich Orthesenschuhe. Vielleicht habe ich das jetzt eben zu schnell gemacht. Ich zeige es noch einmal kurz. Das wird von hier hinten eingeschoben. Hier die Lasche geht nach hinten. Das wird dann jetzt gleich angeklappt und kann dann über einen Drehverschluss geschlossen werden. So, jetzt bitte einmal helfen. Ja. So. Erstmal ganz in den Schuh reinkommen. Ja, ich versuche jetzt auch gleich mich aufzustellen. Nein, Moment. Es stimmt noch nicht ganz hier, die Lasche muss noch ein Stück zurück. Also. So, ja. Danke, jetzt geht's ja. Jetzt bitte einmal anklappen. Gut. Und zudrehen. So, jetzt sollte es noch hier über den Klettverschluss geschlossen. Und wie ich damit laufe, zeige ich euch nachher draußen. Hallo, wir sind jetzt draußen. Heute ist ein besonders schöner goldener Oktobertag in Südtirol. Im Hintergrund kann man den Ortler erahnen. Ich habe jetzt die Orthese inzwischen unter dem Hosenbein. Vorhin habe ich es euch ja auf dem Hosenbein demonstriert. Die Orthese stellt mein Bein sehr gerade. Vorher hatte ich immer das Gefühl, dass sich alles wie Wackelpudding anfühlt und auch mein Fußgelenk wird aufgerichtet. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich mit Hilfe der Orthese und meinen Stöcken laufe. Damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie langsam ich trotzdem bin, wird der Maurice neben mir in normalem Tempo laufen. Aber erst einmal müssen wir zwischen Kamera und uns einen Abstand bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.